Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr bei einem Akkuschrauber einen großen bzw. einen kleinen Bohrer hier vorne im Bohrfutter einspannt und auch wieder ausspannen könnt. Als erstes vielleicht kurz etwas zur Funktion eines Akkuschraubers. Ihr habt einmal hier den Betätigungsschalter, bei dem sich der Akkuschrauber entweder im Uhrzeigersinn bzw. gegen den Uhrzeigersinn dreht. Das Ganze könnt ihr steuern über diesen Schalter hier oben. Den könnt ihr einmal in die linke Richtung drücken und dann auch wieder zurück. Hier seht ihr einmal, dreht er sich im Uhrzeigersinn. Wenn ihr den Schalter betätigt, dreht sich der Akkuschrauber gegen den Uhrzeigersinn. Hier vorne am Akkuschrauber befindet sich das Bohrfutter. Hier habt ihr diese drei Teile, die sich, je nachdem, wenn ihr jetzt das Ganze hier festhaltet und langsam den Akkuschrauber dreht, seht ihr, wie sich hier der Abstand vergrößert, indem ihr dann große Bohrer hier hineinstecken könnt, beziehungsweise wenn ihr in die andere Richtung dreht, werden diese immer enger, so dass ihr hier auch ganz kleine Bohrer einspannen könnt. Wenn jetzt, wie in diesem Fall, das Bohrfutter komplett geschlossen ist, dann müssen wir den Akkuschrauber so einstellen, dass dieser gegen den Uhrzeigersinn dreht. Wenn ihr das getan habt, dann haltet ihr einfach den vorderen Bereich fest und betätigt langsam den Akkuschrauber. Jetzt könnt ihr sehen, dass sich das Bohrfutter öffnet und ihr dreht jetzt so lange, bis ihr ungefähr abschätzen könnt, bis euer Bohrer da hineinpasst. So, wenn ihr diese Position erreicht habt, dann nehmt euren Bohrer, führt den hier vorne ins Bohrfutter ein, haltet den vorderen Bereich fest und achtet darauf, dass der Bohrer mittig im Bohrfutter liegt und betätigt dann leicht den Akkuschrauber, sodass dieser den Bohrer fest erfasst. Wenn dieser relativ fest sitzt, könnt ihr hiervon mit der Hand nochmal nachdrehen. Da hört ihr dann diese Knackgeräusche. Und wenn ihr das dann getan habt, dann ist euer Akkuschrauber einsatzbereit. Um den Bohrer dann aus dem Bohrfutter wieder zu lösen, dreht ihr mit der Hand den vorderen Bereich wieder gegen den Uhrzeigersinn. Dadurch entspannt sich hiervon das Bohrfutter. Dreht da ein paar Umdrehungen und dann könnt ihr den Bohrer wieder ganz leicht herausnehmen. Wollt ihr jetzt einen etwas größeren Bohrer einsetzen, dann einfach den vorderen Bereich wieder festhalten, Akkuschraube umstellen, entgegengesetzt des Uhrzeigersinns, einmal so lange drehen, bis sich das Bohrfutter so weit geöffnet hat, dass der große Bohrer hineinpasst, wieder hineinstecken, einmal umschalten mit dem Uhrzeigersinn, den vorderen Bereich wieder festhalten. Langsam beginnen, den Akkuschrauber zu drehen und sobald es dann hier vorne schwer wird, das Gegenstück zu halten, dann einfach mit der Hand wieder nachdrehen. Und jetzt ist auch wieder euer Akkuschrauber einsatzbereit. Falls ihr noch weitere Fragen oder Anregungen zu dem Video habt, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Ansonsten abonniert einfach meinen Kanal und betätigt die Glocke, dann werdet ihr informiert, sobald ein neues Video hochgeladen wird. Viel Spaß und Erfolg beim Bohren wünscht euch euer Lexikon.